Moin, ihr Füchse da draußen und willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück hier auf der Autobahn als Autobahnpolizist. Wir sind gerade dabei, eine Unfallstelle zu sichern und haben nun die Fahrerin nach dem Unfallhergang gefragt. Und das geht hier oben weiter. Das werden Sie mir nicht glauben, aber als ich wegen eines Motorschadens am Seitenstreifen halten musste und das Warndreieck aufstellen wollte, hat mir doch jemand volle Kanne die Tür abgefahren. Ach ja, diese Tür. Das ist interessant. Ich bin immer noch perplex. Der ist einfach weitergefahren, vermutlich sogar noch mit der Tür auf der Haube. Das ist in der Tat unglaublich. Aber warum haben Sie denn überhaupt die Fahrertür offen gelassen? Und wie konnte er dir diese Tür, also die Fahrertür ist ja offensichtlich noch da, sondern die Beifahrertür ist weg. Und wie konnte er die abfahren, wenn sie hier auf dem Seitenstreifen stand? Weil dann ist er ja hier irgendwie, wie, ne? Ganz unschuldig sind Sie bei der Sache insofern nicht. Kann ich mal bitte Ihre Dokumente sehen? Führerschein und Fahrzeugpapiere. Hier, bitte, nehmen Sie. Vielen Dank. Okay, Personalausweis ansehen. Koch, Leonie. Moosbach, Deutsch. Ah, gut. Ich sehe nichts Auffälliges. Dokumente ansehen. Ich werde einen Blick auf Ihre Dokumente werfen. Koch, Leonie. Personenkraftwagen. Alles gut. Führerschein. Koch, Leonie. Moosbach, Moosbach. Alles gut. Ich habe mir Ihre Dokumente angesehen. Alles gut. Haben Sie Alkohol getrunken? Nein, ich habe nichts getrunken. Ich denke, das ist die Wahrheit. Alles klar. Drogen? Nee, nie im Leben. Bleiben Sie auch weiterhin von Drogen fern. Drogen sind schlecht. Drogen sind schlecht. So, jetzt gucke ich mir die Frau mal an. Kann ich nicht? Das war's schon. Weiterfahren lassen. Ja, weiterfahren ist ja wohl schwierig, ne? Danke für Ihre Kooperation. Sie können nun den Unfallort verlassen. Ich bin mir sicher, Sie möchten nun schnellstmöglich zu Ihren Angehörigen. Alles Gute zu den Angehörigen. Einsteigen und berichten. Nope. Ich habe meine Tür auch offen gelassen. Zum Glück hat die keiner abgefahren. Das war sehr fahrlässig von mir. Guck mal, mein Kollege, der chillt den ganzen Tag auch nur rum. Ja, du. Was war das denn? Ja, hundertprozentig. Hundertprozentig sehe ich ja gleich hier. Anhalten. Anhalten, bitte. Scheiße. Ja, um den kümmere ich mich jetzt nicht. Der kommt gleich als nächstes dann dran. So. Wollen Sie den Unfallort verlassen und freigeben? Yo. Alles richtig gemacht. Zentrale an Otter Moor 01. Eile ist geboten. Es wurde gemeldet, ein Fahrzeug hätte einen Schaden erlitten. Auf der A32 in Richtung A28. Fahren Sie dorthin und nehmen Sie die Daten auf. Verstanden. Yo. Ein leichter Unfall hat sich ereignet. Wo muss ich denn hin? Wo ist das? Wieder die andere Seite. Das ist gut, das ist gut. Erstmal Handbremse lösen, Motor starten, Signal, wir machen natürlich die geile Sirene an. Und los geht's. Wobei ich muss einfach sagen, wie es ist. Nervt natürlich ein bisschen, aber es gehört dazu. Es ist das richtige Vorgehen. Deswegen hilft das nix. So, jetzt muss ich mal auf die Map gucken. Wir haben ja hier eine Karte. Kann man die auch irgendwie, die kann man auch größer machen. Das sind wir, hier ist der Unfallort. Das ist ja schlau. Funkstatus. Einsatz angefangen. So. Jetzt muss ich nur wieder eine Abfahrt finden. Oh mein Gott, eine Stadt. Eine stadtartige, ein stadtartiges Gebilde auf jeden Fall. Es sieht aus wie eine Stadt. Oh, was war das? Ich hoffe, das zählt nicht als Schaden. Dann werde ich böse. Nee, hat nicht als Schaden gezählt. Der ursprüngliche Schaden ist auch wieder weg. Sehr gut. So, dann drehen wir. Wir sind einfach so durch eine unsichtbare Wand gefahren und haben damit die Seite gewechselt. Das finde ich gut. Und fahren dann nun in diese Richtung. Unfall bearbeiten. Also bis jetzt ist es nicht sonderlich spannend. Es läuft, aber super spannend ist es jetzt nicht. Aber auch diesen Unfall werden wir schaffen. Aber immer muss man sagen, es läuft. Es sieht aus wie Scheiße. Also optisch, naja, also man hat schon schlimmere Simulatoren gesehen, aber guckt euch mal die ganze Vegetation so am Straßenrand an und so. Also es sieht schon sehr Pappkartonmäßig aus. Und es fährt sich, die Autos fahren sich wie eine vollgeschissene Windel, würde ich sagen. Eine vollgeschissene Windel mit Rädern. Ungefähr das beschreibt es eigentlich ganz gut. So fahren sich die Autos. Und das macht es halt sehr anstrengend, wenn ich mir nachher vorstelle, ich soll hier vielleicht auch nochmal eine Verfolgungsjagd oder sowas machen. Um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Das tue ich mir aber nicht freiwillig an. Das tue ich mir aber nicht freiwillig an. Wirklich nicht. Katastrophe. Zentrale am Capella zum 01. Ja. Ja. Nein, ich bin Otter. Ich bin Otter. So, wir müssen einfach weiterfahren. Ich gebe mal so ein bisschen Gas jetzt. Wir dürfen ja. Linke Spur und gib ihm.
Läuft die Kiste. Läuft die Kiste. Übrigens gibt es auch Achievements. Hab ich das schon erwähnt? Es gibt Achievements im Spiel. Wir haben, glaube ich, noch keins bekommen. Es gibt das erste, wenn man 5 Kilometer gefahren ist. Wir sind, glaube ich, noch keine 5 Kilometer gefahren, was mich ein bisschen wundert. 5 Kilometer ist ja nicht viel. Also eigentlich müssten wir es schon erreicht haben. Kann aber auch sein... Ja, also entweder sieht man die nicht, weil das Interface nicht eingeblendet wird und deswegen werden sie nicht angezeigt. Oder, was noch viel eher ist, das ist eins von diesen Spielen, wo die verbuggt sind. Auch möglich. Ich werde berichten auf jeden Fall. Ich traue mich nur, normalerweise, wenn eine Folge vorbei ist, switche ich immer raus, speichert den Zaun weg und so weiter. Traue ich mich hier ein bisschen nicht, weil bei Simulatoren ist es meistens so, wenn man einmal rausgeht, kommt man nicht wieder rein. Ne? Deswegen habe ich das bis jetzt vermieden. Norbert Moore 2, an Zentral, komme zur Wacht. Komme zur Wacht, ja, mach mal klar. So, wir fahren hier munter weiter. 0,8 Kilometer noch, da vorne. Oh, falsche Seite wieder. Oh, Mist. Ja, müssen wir wieder zur nächsten Ausfahrt weiter eiern. Moin, ich bin gleich da. Ich muss einmal gerade, ne, Seite wechseln. Einmal nur Seite wechseln, dann bin ich da. Das kriegen wir auch noch hin. Oh, die Frames gehen runter, Leute. Oh, oh, lenken ist nicht leicht. Lenken ist nicht leicht. So, hier ist die Autobahnabfahrt. Perfekt. Können wir hier wechseln? Zentrale am Capella Sumpf 02. Meldet sich. Oh, vorsichtig um die Kurve rum. Vorsichtig um die Kurve rum. Oh. So. Dummins back. Jo, jo, jo. Geht los. Wir haben es gleich geschafft, Leute. Wir haben es gleich geschafft. Hier nochmal einen kleinen Turn machen. Norbert Moore 2. Norbert Moore. Oh. Komme zur Wacht. Okay, okay. Ist auf jeden Fall, man muss aber schon mal Credits geben, es ist besser als der normale Polizeisimulator, wo ich einfach irgendwelche Passanten mit Pfefferspray ins Gesicht sprühe und sie dann festnehme, obwohl sie nichts getan haben. Und den ADAB rufe. Hier geht schon ein bisschen mehr ab, aber technisch wieder mal Katastrophe. Technisch absolute Katastrophe. Ich überlege, ich habe echt so einen üblen, fetten Gamer-Rechner hier stehen und es läuft bei mir schon wie Scheiße. Wie ist denn das dann jetzt, wenn sich so der Kleine so, weil das ist ja, diese Dinger, die zielen meistens immer auf die jüngere Generation. Also die kleine Kiddies, ne, und dann sagst du hier, Papa, Papa, guck mal hier, Autobahnpolizei, das ist cool, das ist cool. Dann kaufst du das und versuchst das am besten dann noch auf dem Arbeitslaptop von Fuddy ans Laufen zu kriegen, das Ding. Und dann macht das nämlich keine Freude mehr. Ja, das macht ja so schon, es ist so schon wirklich nicht schön zu spielen, aber es ist spielbar, sagen wir mal so, ne? Aber schön ist es nicht. So, wir sind an der Unfallstelle. Vorsicht, Leute, Vorsicht bitte. Handbremse, Motor aus und... Oh, die Sirene aus. Oh, endlich. Wenn du mich... Hat er mich gerade gerammt? Ich habe wieder nicht... Ich habe wieder den Status nicht auf 4 gesetzt, weil ich doof bin. Hallo? Seht ihr das nicht? Seid ihr doof oder was? Was ist denn nicht richtig mit euch? Hier steht ein Polizeiauto, ja, wo Gefahr steht und blinkt. Da könnt ihr doch nicht einfach drauf eiern. Mann, doch. Mann, du, jetzt erstmal den Zeugs hier wegräumen. Das kommt mir doch sehr vertraut vor. Schon wieder so ein... Schwebt auch einfach vor mir. Lalalalalalala. Ich räume Abfall weg. Ich weiß nicht, wann ich es ablegen kann. Oh. So. So, dann wollen wir mal mit dem alten... Oh, der sieht auch schon aus, als hätte er ordentlich einen weg, ne? Da ist ordentlich einen durch, wa? Eieiei. Erinnert mich von den Modellen hier so ein bisschen an Ride to Hell Retribution. Ungefähr gleiches Charaktermodell Design. Wird wahrscheinlich der gleiche Artist sein, der sich hier ausgetobt hat. Ja. So, moin. Guten Tag. Sie sind sicherlich wegen des Unfalls noch aufgewühlt, aber ich muss Ihnen leider trotzdem ein paar persönliche Fragen stellen. Haben Sie Alkohol getrunken? Erstmal den Hergang. Können Sie mir schildern, was geschehen ist? Ja, also, was für ein fürchterlicher Tag. Heute geht auch alles schief. Nicht nur, dass ich mich verspäte, sondern jetzt auch noch dieser Unfall. Ich habe nur ganz kurz etwas im Handschuhfach gesucht. Auf einmal war ich auf dem Seitenstreifen und habe die Leitplanke gerammt. Ja, das ist schlecht gelaufen, ne? An diesen fürchterlichen Tagen sind Sie selbst schuld. Sie sollten sich auf die Fahrbahn konzentrieren, statt in Ihrem Wagen herumzuwühlen. Dazu hätten Sie auch kurz an einer Raststätte halten können. So sieht's aus. Bitte einmal die Dokumente. Führerschein und Fahrzeugpapiere. Hier, bitte nehmen Sie. Vielen Dank. Gucken wir mal. Personalausweis. Moosbach, schon wieder. Lang Noah. Okay. Und die normalen Dokumente. Gucken wir mal.
Spider X2, X2, Personenkraftwagen, Lang Noah. Nächste HU, oh, da müssen wir ja mal gucken. Jo. Ich habe mir ihre Dokumente angesehen. Alkohol? Nee, ich habe nichts getrunken. Da möchte ich mal glauben. Er sagt die Wahrheit, er stinkt nur ein bisschen nach Gin. Drogen? Nee, nee, nie im Leben. Gut, gut, bleiben Sie auch weiterhin von Drogen fern. Drogen sind schlecht, Drogen sind schlecht. Das war's dann erstmal. Weiterfahren. Danke für Ihre Kooperation. Sie können nun den Unfall verlassen. Ich bin mir sicher, Sie wollen schnell zu Ihren Angehörigen. Alles Gute. Einsteigen und berichten. Jo. Ui, was ist denn hier los? Also ich habe ja, glaube ich, einen super Massenstau. Und er hier hat sich so leicht seitlich hingedreht. Hast du gut gemacht. So macht man das. So macht man das. Einfach mal seitlich. Finde ich gut, dass du die Polizeiarbeit hier unterstützt, ne? So, öffnen. Zentrale. Einmal bitte Status abgeben. Ja. Erfahrungspunkte gehen rein. Langsam werde ich schon so ein Expertenpolizist, ne? Norbert Moore, 2, an Zentrale. Melden Sie sich. Ich bin Otter. So, wir fahren dann mal weiter, ne? Wir eilen jetzt einfach ein bisschen über die Autobahn. Funkstatus F7 und dann auf 1 wechseln. Ein Fahrzeug wurde auf Verdacht auf Drogen gemeldet. Es befindet sich auf der A32 in Richtung A28. Auf der Tankstelle finden Sie es und bestätigen Sie die Meldung bei Richtigkeit. Wird erledigt. Ist jetzt wieder hinter mir der scheiß Zielort? Ja, 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 warte. Wir machen das jetzt einfach. Das ist voll verboten, was wir jetzt tun. Das macht man nicht, was man jetzt hier tut, ja? Das ist verboten. Das ist höchst sträflich verboten. Vor allen Dingen, wenn ein LKW kommt. Aber ich habe keinen Bock, jetzt wieder die ganze Autobahn hochzupicheln, um dann hier auf diese Tankstelle zu fahren. Deswegen machen wir das jetzt mal rückwärts. Ich bin ja rückwärts gefahren. Das sieht, wenn wir das vorwärts, also wenn ich das rückwärts abspiele, sieht das so aus, als wäre ich vorwärts gefahren und alles ist gut. Ey, rückwärts fährt sich das Auto auch viel besser. So. Wollen wir mal gucken hier. Guten Tag, guten Tag, guten Tag. Funkstatus, diesmal Einsatz angefangen. Es gibt nämlich auch Erfahrungspunkte. Es wäre sinnlos, das durchzuziehen. So, Fahrer befragen. Oh, mal gucken hier. Guten Tag. Sie schon wieder, habe ich Sie nicht vorhin erst festgenommen? Wegen Besitz von Drogen? Das ist genau die gleiche. Guten Tag. Wir führen eine allgemeine Kontrolle durch. Wo ist denn Ihr Warndreieck? Natürlich, das Warndreieck ist hinten im Kofferraum verstaut. Okay. Und den Verbandskasten, finde ich den dort auch? Na klar, der befindet sich hinten im Kofferraum. Sehr gut, danke, danke. Haben Sie Drogen dabei? Nein, ich habe keine Drogen konsumiert. Ja, ja, gut, okay. Und Alkohol? Bisschen betrunken? Naja, so ein Glas Wein. Vielleicht ist es bestimmt auch schon ein paar Stunden her. Ja, das kennen wir ja. Da sollten wir mal einen kurzen Test. Ne? Bitte einmal gerade pusten. Ich sehe leider die Notwendigkeit, dass wir einmal kurz pusten. Bitte pusten Sie in das Röhrchen. Oh, das ist doch schön. Kein Alkohol. Hundertprozentig. Gut. Wie sieht es mit verbotenen Gegenständen aus? Sie haben hier so einen lila Truck. Nö, ich führe keine verbotenen Gegenstände mit mir mit. Dann glaube ich Ihnen das jetzt mal. Ich muss trotzdem Ihr Fahrzeug einmal gerade inspizieren. Erstmal den Fahrer angucken. Führerschein, Fahrzeugpapiere bitte. Danke. Ausweis ansehen. Maya Mia, Wilsmühlen. Mhm. Dann mal die Dokumente angucken. Maya Mia, Personenkraftwagen. Ist das ein Personenkraftwagen? Nee. Darf sie damit überhaupt fahren? BC. Okay. Fahrzeugfunk, Personenfunk. Bleiben Sie entspannt, es liegt nichts gegen die Frau vor. Gut, und Fahrzeug? Kein Eintrag über das Fahrzeug. Ja, gut. Verstanden, dann Fahrer nochmal ansehen. Kann nichts Verdächtiges erkennen. Okay, dann gucken wir uns das Auto mal an. Ich muss mal gerade Ihr Fahrzeug kontrollieren, ne? Bitte bleiben Sie sitzen und ziehen Sie keine Handfeuerwaffen. So, mal sehen. Boah, Profiltiefe ist okay. Profiltiefe ist okay, muss ich ja eigentlich auf beiden Seiten machen. Ich habe es bis jetzt immer nur auf einer Seite gemacht und habe gehofft, das zählt dann gleich für beide. Ist okay. Ist okay.
Ja gut, dann wollen wir weiter gucken. Wie sieht's mit dem Schild aus? Kennzeichen ist vorhanden. Licht, Blinker. Blinkt. Oh, Kiste läuft. So, wie sieht's denn hinten aus? Wollen wir mal gucken. Nachdem ich mich hochgequält habe. Also, TÜV ist gültig, Kennzeichen ist vorhanden. Lichter bitte. Oh, erstmal hier gucken. Verbandskasten. Oh, ist okay. Was ist das? Ein Bier. Biegelbräu. Ja, ist okay. Hm. Ey, ich wollte das noch drehen. Hallo. So. Was ist da los? Ah, nichts Verdächtiges. So ein Lämpchen. Okay. Okay. Oh. Sie haben sich alle Objekte gut angeschaut. Ja, sieht okay aus. Gut. Und einmal das Licht noch kontrollieren. Blinker, läuft, Bremse, läuft, Rückfahrtlicht, läuft. Judy! Okay. Alles gut. Da bin ich wieder. Ich habe mir Ihr Fahrzeug genauer angesehen. Ist alles in Ordnung. Sie können weiterfahren. Weiterfahren lassen. Ich kann kein Problem feststellen. Sie können weiterfahren. Ich wünsche Ihnen noch eine angenehme Fahrt und einen schönen Tag. Ich hätte Sie verwarnen müssen? Wieso denn? Das muss mir jetzt mal einer erklären. Sie hat doch nichts falsch gemacht. Es gab einen Verdacht auf Drogen. Das war der Grund. Ein Verdacht auf Drogen. Wir haben sie kontrolliert. Sie hat weder Alkohol getrunken, noch Drogen, noch sonst irgendwas dabei. Und trotzdem soll ich sie ermahnen? Bitte sehen Sie das nächste Mal nicht so verdächtig aus oder was? Was soll ich denn da ermahnen? Was ist das denn für Scheiß? Gut, wir steigen wieder ins Auto. So. Okay. Es wurde ein gestohlenes Fahrzeug entdeckt auf der A32 in Richtung A28. Auf der Tankstelle finden Sie es und bestätigen Sie die Meldung bei Richtigkeit. Oh, wie es da einfach hingeklippt ist. Cool. Funkstatus. Erstmal Einsatz angefangen. Funkstatus am Einsatzziel angekommen. Ja, das war hart. Ja, dann würde ich jetzt mal. Okay. Fahrer befragen. Erstmal das Fahrzeug. Ja, das war jetzt einfach, ne? So schnell kann man Jobs kriegen. Guten Tag. Oh, der sieht doch schon so aus, als hätte er das Ding geklaut. Er sieht doch schon so aus. Wir führen hier eine allgemeine Kontrolle durch. Bitte mal die Verbote. Haben Sie die Dokumente dabei? Hier mein Führerschein, aber meine Fahrzeugpapiere habe ich nicht dabei. Tut mir leid, ist das trotzdem in Ordnung für Sie? Nein. Wollen wir mal nachfragen. Soll ich den Funk nachfragen, sofern die Person weiterhin verdächtig verhält? Ja, mal gucken. Schauen wir uns erstmal die Dokumente an. Ne? Mal gucken hier. Scherer Jonas. Okay. Ausweis vielleicht bitte. Hast du den auch dabei? Verbandskasten? Ja klar, Kofferraum. Erstmal eine starke Behauptung raushauen. Ne? Erstmal behaupten, das ist so. Warndreieck. Natürlich, auch im Kofferraum. Ist okay. Oh, verbogene Gegenstände. Erstmal Fahrzeugfunk. Kein Eindruck über das Fahrzeug, ist nichts weiter bekannt. Bestanden. Personenfunk. Auch nix. Irgendwas Verbotenes dabei. Nö. Dann glaube ich das jetzt mal. Alkohol. Naja, so ein Glas Wein vielleicht. Dass sie alle Wein trinken. Ihr trinkt doch keinen Wein, hat einen Kasten Bier da hinten im Kofferraum, Mann. Ich sehe leider die Notwendigkeit, hier einmal das Röhrchen in den Hals zu drücken. Bitte mal pusten. Ja, läuft doch. Läuft doch. Alles gut. Drogen? Nee. Ja, gut. Glaube ich dir. Gucken wir uns mal an. Ja, diesen Blick eines Räubers hat er, ne? Ja, gut, ich muss mir mal gerade dein Fahrzeug angucken, ne? Hilft nix. Bitte bleib mal im Wagen sitzen. Danke. Oh, Profiltief ist gut. Profiltief ist gut. Oh, Profiltief ist auch gut. Johann ist gut. Ist gut. Ihr hört den Hahn kriegen, ihr wisst, was das bedeutet. Wir machen dann kurz hier einen Break. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet soweit ein bisschen Spaß.
euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst entsprechend Däumlein da, Kommentare und Feedback natürlich immer gerne unter Video posten. Ansonsten sehen wir uns gleich im nächsten Part wieder und werden dann diese Kontrolle dieses Wagens weiter zu Ende bringen und nochmal gucken, was noch so passiert. Ne? Bis dahin wünsche ich euch erstmal viel, viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.